Juri, dann wollen wir mal in den Händler rein. Mal Quest abgeben, auch nochmal prüfen, wegen Verkaufen. Haben wir ja schon vorsortiert, das sollte jetzt gar kein Hit sein. Schön viel Munition. Well, looky here. I didn't call myself a customer. What can I get you? Und als allererstes Augenmerk auf das Gold. So, das Gold ist jetzt dann weg. Gleich. Verdammt, Pferdejung. Jetzt ist das Gold dann endlich weg. Blick. Fertigung. Oh, bitte was Gutes. Rüstung. Rüstung schon auf 75. Unnormal. Reparatur und... Wir könnten schon eine Nagelpistole aus einer Hosentasche fertigen. Krank. Und Explosives. Ich hoffe ja auf die Kontaktgranaten. Oh. Solarzelle. Krank. Der Preis ist einfach heiß quasi. Unnormal. Hast du irgendwas Sinnvolles noch? Irgendwann, was wir brauchen können. Ich guck, glaube ich, immer wieder durch, ne? Obwohl ich weiß, dass erst ab 25 wieder was ist. Mission. Irgendwas in der Nähe, bitte. Komm ich zur Seite. Na, wollen wir nochmal die Highschool machen? Natürlich wollt ihr nochmal die Highschool machen. Also da muss gleich die Wahnsinn, die, weiß ich nicht, unnormale Begeisterung da sein, wenn das heißt Nevis Gain High School. So. Jetzt ist die Frage. Gehen wir gleich rein? Klar, ne? Munition haben wir. Wir haben noch Platz im Inventar. Jetzt bin ich natürlich ziemlich blöd rumgefahren gerade. Aber ist ja egal. Dann gehen wir rein. Geil. Ich kann mich daran erinnern, das war ja nicht so. Ohne. Mal guck mal, da ist noch was wir verkaufen wollten. Nevermind. Das schaffen wir nicht, ne? Wir haben zu viel dabei. Ja. Na, die 300 Meter mehr. Jetzt wollen wir mal auch nicht anfangen rumzueiern. Das ist doch kein Problem. Gehen wir hin, müllen uns aus, wieder zurück, Munition aufstecken. Und dann ist der Dude. Alles wird gut. Oh ja, die Drohne wäre wirklich sehr, sehr angebracht, tatsächlich. Drohne ist super. Würde ich aber tatsächlich nicht unbedingt forschen wollen. Ich würde sie, wenn möglich, einfach kaufen und das gut. So. Den mal alle mitnehmen. Außer die Mütze. Die ist crap. Ich weiß es nicht. Drohne nur auf PC würde ich ziemlich bescheuert finden. Aber es würde mich trotzdem nicht wundern, wenn es so wäre. Warte mal, wir hatten doch hier auch. Das sind sie. Ah, oh, guck mal, wie viel wir davon haben. Richtig gut. Eisen haben wir. Basic. Hier haben wir auch alles. Stahl reicht leider noch nicht. Das reicht leider noch nicht für die... Ach ja, wir brauchen die Knarre ja nicht mehr. So, guck mal. Auch nicht vertickt. Wieder völlig blind gewesen. Ihr könnt mich aufregen, ey. So, noch eine Speier, weil wir jetzt dringend anbauen sollten, müssten. Warte mal... Fleisch, Ditte, Tüften, Bett. Und schon... Da haben wir's. Steak mit Tüften. Hier immer 7 Stück.
Das ist nice. Machen. Und auf der Seite ebenfalls. 24. Das dauert natürlich anständig, ne? Muss, ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Da sieht man mal, wie wichtig die Tüften sind. So, Getränke können wir hier abschmeißen. Und das sind Ressourcen, die machen wir mal hier hin. Da stören sie eigentlich. Kaffeepot. Zum Trader, dann haben wir nochmal Klebstoff über. Aufmunitionieren, ich glaube, das kann nicht schaden. Wir werden sicherlich natürlich auch da vor Ort Munition finden. Das ist eine Schule. Gar nicht witzig. Aber ist so. Chemiestation noch nicht am Start. Nein, ich glaube, mir fehlen noch zwei, drei Bücher. Ich prüfe das mal. Gut für den Hinweis. Falls ich... Drei Bücher. Aber ich bin tatsächlich überzeugt, dass wir diese jetzt finden werden in der Schule. 150 davon. Eisen. Mindestens 4 Minuten. Jawohl, können wir noch einschmelzen. Ja, das auch brennt ein bisschen. Hier eine Zement rauskloppen. Und dann geht's los. Repair Kits haben wir noch. Rest für den Trader. Das können wir dann abschmeißen. Vielleicht sollten wir mal gucken, welche Rüstung beschädigt ist. Ah, meine Botten. Ist was befolgt mit den primitiven Sandaletten rumrenne? Alles klar. Da sind sie. Bevor ich damit nämlich rumrenne, können wir das doch anders machen. Nehmen wir die Vernünftchen. Ändern. Taschenmod raus. Eine Taschenmod an den Schuhen ist sowieso schon so ein Ding. Wo ich mich frage, warum? Wie geht das? So. Aber geht. Siehst ja. Ölcraften bringt pro 50, das stimmt. Du kannst richtig fett Öl grinden. Das ist richtig. Das ist mega gut. Warte mal. Kann ich die nicht verwenden? In den Schuhen? War da nicht was? Haben die geleuchtet? Nö. Gedämpfte Verbindermod. War das wirklich eine schwere Rüstung? Ich weiß nicht. Ich weiß das nicht mehr. Was haben wir gestern gespielt? Das ist eine sehr gute Frage. Was haben wir gestern gespielt? Schöner Guide. Werde reich in der Zombie-Apokalypse. Oh, nochmal. Sehr gut. Gestern haben wir nur, haben wir Dings gespielt. Nur 7 Days. Du meinst heute Vormittag haben wir Captain of Industry. Ja, da haben wir Captain of Industry gespielt. Aber das war am Vormittag. Jeden Tag ein Joker-Smoothie aufs Haus? Was? Ja, das war heute Vormittag. So. Gut, dass wir schon fast wieder vor Verhungern sind. Klassiker, Ecke halt. Rein.
Dann wollen wir mal. Ich kann mich so gut wie gar nicht mehr ans POI erinnern. Perfekte Voraussetzung. Ja, kann man so sagen. Würde ich sagen. Ist auch eine Aufbausimulation. Aufbauwirtschaftssimulation, so in dem Dreh. Das kannst du auch ins Anno-Genre reinhauen, definitiv. Nur es fehlt halt, na gut, Handelsrouten hast du ja auch nahezu angedeutet, keine Frage. Kann man auf jeden Fall mit reinziehen, doch. Würde sich zocken lassen, könnte ich mir vorstellen. Unter dem Titel. Was war denn da? Naja, denkst du, ihr könnt hier mal eure Pillen verstecken oder was? Ha, kennt er mich aber nicht. So. In die Richtung ist Action, wissen wir. Cool. Naja, schleichen ist gemeint. Muss aber auch nicht. Muss aber nicht. Das war nur normaler. Den können wir einfach mal so weghacken. Jawohl. Elektrozaun. Geschichte, das ist sehr gut. Das trifft sich wunderbar. Brauchen wir. Für die Horde-Nacht so oder so. Richtig nice. Dann können wir doch auf Elektrik umbauen. Oder aufbauen mittlerweile schon. Da müssen hier ein bisschen schleichen. Oh, was haben wir denn hier? Nerd-Outfit. Fähigkeitspunkt. Zusatzchance. Wild. Kann man benutzen. Schön daneben gerotzt. Ich sag ja, ich hab's vergessen. So ist er. Aber ich ging ja gerade noch. Das ging ja noch, ist ja überschaubar gewesen. Fahrzeuge, jawohl. Hier schnarcht einer. Ich meine, ja, aus einer Schule. Ich hab's verstanden, aber. Plastikstühle braucht kein Mensch. Bücher liegen hier nirgends. Da können wir nochmal anfassen. Nice. Danke, Halber. Dass du hier so einen Krach machst. Und erstmal die ganzen Zombies anlockst. Danke dafür. Da jetzt gleich rennen. Die haben wir das eingestürzte, genau. Zwei Regale, wichtig. Farmen. Na, da brauchen wir da nur noch drei Bücher und sind beim Thema Farmen durch. Durchgespielt an der Stelle. Strukturelle Klammer haben wir hier. Da ist schon die strukturelle Klammer drauf. Was ist das hier? Jawohl. Na, Hauptsache drin. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Jawohl. Kochtopf. Den crappen wir natürlich gleich in der Hosentasche. Den werden wir nicht mit uns rumschleppen. Den brauchen wir auch nicht einschmelzen erst bis irgendwann. Dauert mir zu lang. Nischt, nischt. Da haben wir noch ein bisschen Müll.
Oh, Blei in der Küche verstecken, das ist immer eine sehr gute Idee, habe ich gehört. So, den gucken wir jetzt mal. Drei Kochbücher. Sehr nice, der Penner-Eintopf kommt ganz gut. Den hauen wir uns gleich mal in die Binsen. So, das haben wir, das haben wir. Hier können wir nicht hoch, wir müssen ja die Treppe nehmen. Das wusste ich noch. Einigermaßen. Oh Gott, mein Schar ist so schlecht im Schleichen, ne? Ich bin so sichtbar. Leute, er ist gefallen. Ist er doof. Kevin hat Flumsi gemacht. Oh, wartet schon? Jo. Hoppla. Ah ja, zweimal hält besser. Forged ahead. Jetzt noch zwei. Knarre. Wir haben ja die Fünferknarre schon. Oh, wir können kleine Tanks herstellen oder den bekräftigenden Griff. Geil. Kleiner Tank für Kettensäge. Kettensäge. Big Hitter, ja klar. Bogen, sehr schön. Haben wir schon. Können wir verticken. Haben wir schon. Werkzeug. Geil. E-Technik. Und hier haben wir nochmal ein Kochbuch. Warte mal. War ich ein bisschen voreilig. Da liegt noch was. Na, wollen wir hier nicht, ja? Oh, nein. Ich war doch noch nicht. Ich war noch nicht fertig. Ach ja, scheiße. Ich hab ja den Torso, ne? Den Nerd-Torso. Ja, du hast recht. Und ich kann so schnell switchen. Hast völlig recht. Dumm, ey. Hab zu spät gelesen. So weit unaufmerksam, ne? Also. Alles klar. Das haben wir. Bibliothek ist durch. Hier kommen wir nicht lang. Oder warte mal. Blöd. Licht. Da. Oben lang. Ganz vergessen. Zack. Immer dem Licht folgen. Einfacher geht's ja nicht. War nur los. Oh. Na klar. Morgen auch noch. Du bist ruhig. Hier, komm, gönn. Bitte einmal frei machen. Alter. 2000. 2000 Punkte. Was? Welche Bücher? Die anderen kenne ich schon. Aufgeschlagenes Buch heißt, du kennst das Rezept schon. Zugeschlagenes Buch heißt, du kennst es noch nicht. Also lieber verkaufen. Nicht sprinten, ne? Ich hab's verstanden, glaube ich. Jetzt kurz vorher brauche ich ohne mehr anfangen zu kleckern, oder? So verstanden. Oh. Vielleicht schaffe ich ja doch mal zu schleichen. Da ist noch ein blauer. Ist das ein Kavum-Blauer? Blau sag ich schon, ein grüner. Was zum Knallen dabei? Nö.
jetzt wieder in die Sicht. Er hat Kotzi gemacht. Aber überall hin. Er ist so ein ekliger Charakter, ne? So, hier haben wir noch eine Tasche. Oh, ein paar Bonbons. Bonbons sind immer gut. Das müssten meine Pfeile sein. Na, siehst du, kommen immerhin mal ein paar zurück. Pfeile aus U-Boot-Stahl. Die kommen, die tauchen wieder auf. Witzig. Rein. Pistole reparieren. Oh, nice. Ich hatte schon immer ein Talent für perfekte Timing. Muss ich mal zugeben. Ah, guck mal, die haben wir schon, aber in Blau. Wieder Knete. Irgendwas sehe ich da. Na klar. Hier bei der Küchenfee vielleicht. Ach, guck mal, ein halber. Er ist der Chefkoch hier scheinbar. Dann fummeln wir mal die ganze Gammelzeug hier an. Er ist der Chefkoch hier. Oh, Feral. Oh, klick. Keine Tür. Immer sparen, ne? Immer sparen. Und diese Bolzen, die kosten echt gar nichts. Na, zweimal Haxe mit Sauerkraut und danach war Ende mit ihm. Da war seine Chefkoch-Karriere vorbei. Ah, unnormal. Weg mit dem Tee. Ich hab eh nicht so viele Inventar, also schiebe ich mir das lieber in den Körper. Oh, jawohl. Mein Lieblingsraum. Also das ist für mich quasi schon Endloot. Die Metallklappstühle, da könnte ich, ne? Oh, nochmal. Oh, die Triche. Hopp. Ich würde aber empfehlen, die Netbrille zu bauen. Extra EP, das lohnt sich definitiv. Ich habe in meiner Mütze schon so eine krasse Schatzsucher-Mod. Die ist auch sehr wild. Auch schon mal 10% EP-Zuwachs, 10% bessere Beute. Das ist so krass. Mega nice. Na, Stress im Blutmund muss sein. Das gehört ja dazu. That's the game. Boah, normalen Outfit. Tragekapazität. Schwere Rüstung. Ist natürlich laut wie die Sau. Was habe ich jetzt eigentlich an? Wollen wir mal tragen drücken. Oh, nice. Du trifft sich natürlich unnormal gut. Dann nehmen wir das hier natürlich raus und ballern das in unsere neue. Verbesserte Rüstung. Oder bessere Rüstung. Verbesserte Rüstung. Ich bin auch deswegen so laut, weil eine schwere Rüstung ist, ne? Da ist nicht viel mit Schleichen, kannst du vergessen. Da ist irgendeiner, da ist irgendein Brustatmer. Irgendwo, da ist er. Der macht komische Geräusche. Oh, Mülltonne. Gammelfleisch, nice. Immer her damit. Aber ja, warum sollte man das nicht solo spielen? Das kann auch mal ganz entspannt sein. Stell dir mal vor, du müsstest ständig irgendwelche Leute von A nach B befehlen. Und nochmal. Das haben wir doch hinter uns, diese Phase. Warte mal, muss ich hier nicht irgendwie... Wo ist denn hier das Licht? Ich muss hier runter, wa? Genau.
Hör mal, diese Soldaten. Aua. Das reicht mir denn hier. Oh, schwere Rüstung hört man. Okay. Alter, jetzt reicht aber. Reichtet ihr aber. Mit eurer respektlosen Art. Guck mal. Stahl. Das ist Liebe. Stahl. Level 5er Rüstung freischalten. Nice. Quatscht der mir eine, ne? Ey, das kann nicht wahr sein. Ja, ich habe auch schon muted Ausrüstung eigentlich, ne? Muss man dazu sagen. Ausrüstung, vielleicht ein bisschen Erfahrung. Und schon. Und schon ist es wie Harvest Moon. Nur mit Waffen. Sand? Was sind das hier? Kochbuch. Chefkoch. Es kommt. Es wird immer besser. Ja, so machen wir das. Schön aufteilen. Als ich das erste Community-Projekt mit 4 Leuten hatte, da haben wir uns auch sehr gut aufgeteilt. Wir waren bei der ersten, schon bei der ersten Horde nach so krass gegiert, ne, das ging gar nicht. Einer nur am Power-Questen, Power-Looten. Einer permanent am Bauen, also der Baumeister. Einer am Produzieren und Ressourcen sammeln. Und dann noch einer, der nur Ressourcen gesammelt hat, ne, wir waren so krass, ne, das ging gar nicht. Richtig insane. Hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sowas möchte ich gerne wieder. Räuberstiefel. Was kriegen dafür wirklich das Crappe? Die Rüstungsteile davon habe ich so viele, kann ich mich totschmeißen. Was aussortieren? Das ist jetzt nicht so viel, dass man das tragen behalten muss. Boah, kommen jetzt die ganzen Rüstungsteile mit mal her. Vollstrecker, Sonnenbrille, ey. Was ist denn los? Warum? Krass, so viel Geld. Das ist toll. Ich würde doch toll finden, wenn mal ein anderer die Basis baut, als immer nur ich kann ja schon gar nicht mehr dazulernen, weil ich noch gar nicht gesehen habe, was Neues mal wieder. Das ist immer recht ärgerlich. Warte mal, ist hier der Bademeister nicht nur drin? Das kann ich glaube ich gleich wieder brauchen. Bin sogar mit Medizin auch fast durch. Wild. Teamarbeit. Beste. Ach, das Scheiße. Leco Mio. Leco Mio. Jawohl. Kotzi ist auch am Start. Geh weg und friss nicht die ganze Munition. Oh. Da ist er. So, Regeneration ist erstmal weg. Aui. Oh, Sackgasse. Er ist aber machbar. Er ist machbar. Holzfäller. Heißen mir hier mit Rüstung hinzu. Jetzt sind sie auf immer alle da, ne? Die ganzen 5er. Abholen wir mal den nächsten. War ein schöner Handy eigentlich. Günstige Munition. Hey, 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 hey. Ah, guck mal, das hatten wir letztes Mal auch.
Ja, scheinbar schon. Aber muss echt nicht sein, dass es die so gibt, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Der die Base baut, die Basen baut, der hat immer einen EP-Vorteil. Das ist halt so. Ne? Diese Aufrüsten, da kriegst du so viel. Kenn ich ja. Schön ballern. So. Jetzt gucken wir nochmal. Jetzt haben wir da noch einen grünen Mutanten. Gar nicht nice. Jetzt werden meine Sniper bei ihr habt. So, die Regeneration runternehmen. Weil hier haben wir unseren Mod drauf. Noch einer hier. Na, komm mal her. Oh, lol. Ich mag auch buddeln. Buddeln, Beste. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Nice. Ja, komm, gönn. Gönn dir ein paar. Oh, hallo. So ein Rohrschnüffler. Erstmal Ausdauer. So. Easy looten. Nice. 100% Präsi, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So. Schon gesagt, dass unser Inventar bis zum Brechen voll ist. Ich hol mal das Moped hier. Mach mal. Daddel mal eine Runde. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, du bist mittlerweile auf Discord. Na, Präzision, komm. Komm beim Spielen. Einfach spielen. Einfach spielen. Das kommt alles von ganz von alleine. Ich wurde noch nie ein Profi geboren. Kannst du vergessen. Warte mal, das kann auch vertickt werden. Ansonsten. Boah, ich bin gut, dass sie wieder Stahl gefunden haben. Weg richtig gut. Ich glaube, wir schaffen das mit dem Händler ja nicht. Bis ich hier durch bin. Ich hab das Gefühl, die machen immer früher zu, die Händler. Noch mehr verkaufen. Munition. Wichtig. Stahlsperrteile. Wichtig. Meinst du? Das erzähle ich dir. War kein Problem. Aber sag, wenn ich ausweichen muss, ne? Oder ob ich mich auf Ausweichen vorbereiten muss, ne? So ein Kochlöffel kann im geflogenen Zustand schon ziemlich unangenehm sein. Oh, guck mal da. Roboter, Forge the Head 2-mal. Alles klar, Chemiebank am Start. Easy. So, jetzt ganz schnell beim Händler rein. Reinknallen. Quest abgeben. Neue annehmen. Scheiß auf das Handeln. Scheiß auf die Gegenstände. Mehr oder weniger.
Und los, und los, und los. It's good to see a familiar face. I hope you've been faring well. Geht sofort los. Saddle my carburetor. So. I reckon you'll be living in high cotton. Auch wenn ich davon was gebraucht hätte, ist mir jetzt gerade egal. I should have some work, if you're interested. Oh. Well, alrighty then. Vehicles, gadgets, gizmos. Handeln. Ich hätte das Ding mal aufsetzen sollen, war Klassiker. Fernkampfschaden, die behalten wir. Kommando behalten wir. Die Brille behalten wir. Und dann ist das gut. Thank you very much. Check these out. Beutebonus, ne? Auch gar nicht so schlecht. Kettenteile, Blatteile. Don't forget repair kits. You don't want to end up stranded. We're closing soon. Ja, ich bin schon weg. Final purchase or blow this popsicle stand. Ja, tatsächlich, ich weiß, dass ich Shift drücken kann, aber manchmal ist es so, manchmal ist es so. Oh. Shit. Na, wir haben noch ein bisschen Restrollgeschwindigkeit. Fuck. Jetzt bin ich hier gestrandet. Jetzt muss ich hier mit meinem 5-Liter-Kanister hier rumlaufen und kicken, ob mir noch einer ein bisschen Spritus für mich hat. Da, kick mal, ist noch ein bisschen. Hallo? Kann ich helfen? Boah, ihr habt Pistolenteile einfach so da rumzuliegen, ne? Wo ist hier eigentlich der Hund? Hier ist eine Hundehütte. Da wo eine Hundehütte ist, muss auch immer ein Hund sein. Das ist Pflicht. Genau, man kann alles fragen, aber der Frage entsprechend gibt es natürlich auch eine Antwort, ne? So wie wir das damals gelernt haben in Grün. Und nochmal. Gibt keine dummen Fragen, gibt nur richtig beschissene Antworten. Das ist Fakt. So. Haben wir wieder mal einen schönen Abend hier hinter uns? Oder beziehungsweise der Abend, der tritt ja gerade erst ein. Jetzt können wir endlich mal wieder nach Hause brummen. Die Chemiebank, ne? Ich bin so froh, dass wir jetzt die Chemiebank craften können. Ach, ich wollte doch ja nicht zur Quest. Ich wollte doch nach Hause. Ach, never mind, was soll. Komm, jetzt sind wir hier. Wir machen die Quest fertig. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, der Schrottplatz. Geil. Schrottplatz, oh, mega nice. So, wir legen Sachen ab, die sowieso gestackt werden. Dann fahren wir mit der Kiste rein. Okay. Weder noch, wir schreiben Chemie sogar. Wir sagen Chemie. Oh Gott. So, wir sehen ganz viele rote Bobbles. Liegen die hier im Grab? Ist ja unangenehm. Finde ich gruselig. Das muss nicht sein. Ach, natürlich. Wie viel Glück haben sie? Ja. Noch einer hier im Grab versteckt. Eigentlich.
Der fragt, kriegt Antworten. Ja, aber. Also mit so viel Blei im Arsch war ich nicht nochmal aufgestanden, ne? Bei dem ganzen Gewicht. Wow, wie. Erstmal den Köder. So. Den Kameraden da. Zack. Zack. Gibt's erstmal richtig eine. So. Dann machen wir hier erstmal ein bisschen Autotanzen. Wer kennt ihr nicht den Autotanz? Zack. Noch ein Pfiffi. Ja, klar. Ihr würfelt eure HP over. Mal mehr, mal weniger. Ey. Mal mehr, mal weniger haben sie. Wild. So, säubern. Säubern, säubern, säubern. Geil. Snack. Oh, wo kommt der denn her? Oh. Er wird näher ran. Wow, Alter, aber die... Wie viel Rage-Bonus hatte die denn? Alles? Alle Rage-Boni? Wollen wir erstmal zusammenfliegen wieder. Wie viel Rage-Boni haben sie? Alle. Kannst du nichts anfassen, ohne dass hier gleich ein Grüner vom Himmel fällt mittlerweile. Da muss ich gleich mal nachkicken, was unser Game-Stage eigentlich ist. Das ist ja nicht normal. 191, wild. Ja, Biotonne nochmal reinkicken. Hat einer Metall weggeschmissen. Ja, den Knall nicht gehört. War ich schon dran? Ja, Maismehl, ekelhaft. Was soll's? Hallo? Oh, ein Motor. Uff. Alter, habt ihr die ganzen Zombies da drin gesehen? Ich brech ab. Dead aim. Habt ihr noch Bolzen dabei? Ich hab 9 Stück. Die lagen da alle um den Motor rum. Jetzt eine schöne Handgranate. Nalpeng, Ende. Nalbums aus nach Haus. Mutti. Dann haben wir da noch einen Tourist. Oh. Macht nichts mit leiser geht. Warte mal, wo ist die Dose? Die ziehen wir gleich rein. Hm, komm. Oh, nice. So viel zum Thema, droppt immer ein Motor, habe ich gesagt. Bin enttäuscht. Wie sieht's hier aus? Kaffee, Pulver, jawoll. Ihr könnt ausflippen. So viel zum Thema, der Motor ist ein Garant, ey. Verstehe ich nicht. Na, nochmal anfassen. Ja. Holen wir uns mal unsere Bolzen wieder. Ich glaube, die brauchen wir nochmal. Bolzen recyceln. Schön noch den Motor in der Bude zerlegen. Immer gut. Na klar, wie kann ich helfen? Ah, komm immer ran. Nein, wir machen keine Hausbesuche. Eigentlich, aber heute machen wir eine Ausnahme. So, wollen wir mal kicken. Letztes Mal haben wir eine Pistole im Klo gefunden. Da
liegt ein halber. Zack. Da liegt ein Kevin. Leg mit euch. Du machst nicht permanent 3,7. Du, also 3,5. Du machst diese 3,5 nur an Zielen. Erstmal sowieso nur mit Bogenwaffen. Die 3,7 zumindest. Wenn du den ersten Schuss machst und die dich nicht entdeckt haben, wenn du keine Aggro hast, dann machst du diesen Buff. Ansonsten, wenn du die schon auf dich zukommen, lohnt es sich nicht mehr abzuhocken. Das ploppt ja dann auch immer auf, wenn du den Schaden machst. Ja, dann ploppt ja eine Info auf, Schleichschaden mal so und so viel, je nachdem wie du geskillt bist. Du kannst diesen Wert natürlich auch noch ein bisschen hochskillen. Tools, immer gut. Na, hey, Bolle. Ja, 9mm, kommt dir bekannt vor, wa? Ende. Person Gas. Wir lieben Person Gas. Oh, da ist er. Wo wir gerade von Waffen reden, haben wir schon die Sehne. Jawohl. Kack-Sandwich kommt weg. Das können wir crappen, das können wir crappen. Die Sehne bringt jetzt nicht so viel. Kleiner Trick für alle, die es interessiert. Wenn ihr mal Mods verkaufen wollt, dann, also Waffenmods, dann verkauft die nicht einzeln. Craftet euch eine billige Waffe, haut da alle Mods rein, der Preis wird so insane hoch sein von dieser Waffe. Das lohnt sich richtig. Oh, ein kleiner Tipp so am Rande. Ihr solltet auch was lernen, ihr solltet ja nicht nur zugucken. Ob das gleiche mit der Rüstung ist, noch nicht getestet. Bei den Waffen ist es definitiv so. Zumindest war es vor der 1.0 so. Ja, muss ich mal entschärfend sagen. Robotikhammer, kann man gute Sachen mitbauen. Mehr Blockschaden. Ja, das hier ist höher der Wert, ja. Nicht mal ganz so insane scheinbar. Aber mal gucken. Ich möchte meinen mich daran erinnern zu können, dass das bei den Händlern dann so unnormal hoch war, der Preis. Für manche Waffen. Das war echt gottlos quasi schon. Beim VR-Kit, wie hieß die eine? Eine recht aktuelle. Ist aber keine von den Bänen, die du gerade meinst. Komm, jetzt nicht rum. Müsste ich erstmal nachkicken. Also ich mag VR ja schon, aber ist mir aktuell zu teuer. Meta-Quest meine, genau. Die habe ich mal benutzt. Konnte ich mal testen. Die fand ich super nice, muss ich sagen. Mir sehr gut gefallen. Oh, Munition und Munitionsteile. Die Kommandohandschuhe, die legen wir natürlich zurück. Die sind brauchbar. Erzblockschaden. Viel schneller abbauen. Waffenmod nutzlos. Helmlichtmod. Sinnvoll. Wahnsinnig sinnvoll. Eisen rüber. Oh Leute, ich hab das alles gemacht ohne den 10-fache EP. Hm.
Ist die Brille schwere Rüstung? Nee, leichte. Beutebonus ist natürlich ohne Hirns ohne. Und die brauchst du nur zum Handeln. Rüstungswert erstmal dahingestellt. Bin ich ganz ehrlich. Muss ich die wohl bei den Handelvorhaben dabei haben. Arm handeln. Ja, das ist schon, was ich meine. Wild, 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 wild. Naja. So weit, so gut. Was ist hiermit? Kann ich das nicht eigentlich gleich wegcraften? Rezepte. Baumwolle. Ja, gleich verarbeiten. Dann ist es weg. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Problem gelöst. Medis. Packen wir auch zur Seite. Solange wir die normalen haben, ist alles gut. Kohle kommt in Bike. Vielleicht sollte man da ja noch immer unsere Brille mit dabei haben. Können jetzt sowieso gleich zum Vertraden mit reinhauen. Ach ja, wir haben ja keinen Ausgang mehr. Oh, ich glaube, das ist jetzt sehr unangenehm. Nee. Schon sagen, ich hab da nicht alles dicht gemacht. Ja, das kann drinnen bleiben. Verkaufen. Verkaufen, das nehmen wir mit. Das bleibt da, das bleibt hier auch. Rest wird verkauft. Genau so machen wir das. So machen wir das. Jetzt haben wir noch 20 Beetblöcke. Die stellen wir natürlich noch auf. Lol. Ups, warte, ich bin da stumpf. So. Wenn er so eine Kravenzmänner in die Stelle, dann ist es gut. So. Nochmal ordentlich Wasser abschlürfen. Das ist auch immer eine ganz schöne Menge. Richtig gut. Ultra nice. Sieht nicht hier mit Ernten aus. Es ist schon Erntezeit. Haben wir noch einen Skillpunkt. Wie sieht es mit vom Landleben aus? Zu wenig. Punkt. Also werden wir nicht ernten. Erst wenn wir da die nächsten Skillpunkte haben. Wir gucken mal auf Y, ob wir irgendwelche Herausforderungen haben. Da können wir nochmal ein paar Erfahrungspunkte abgreifen. Hier noch ein bisschen. 5000 an dieser Stelle. Highlight-Infektion. Heilruhe, gebrochenes Bein und so einen ganzen Kack. Überlebe so und so lange. Das ist doch nice. Wunderbar. Dann gehen wir mal hoch. Wir müssen nämlich zeitnah wieder zum Händler. Na mal gut gequestet, muss ich sagen. Haben wir mal so ein bisschen was gemacht. Das Game ist gut, ja. Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Spielt sich super, macht Spaß. Im Multiplayer noch geiler als im Singleplayer. Also ladet eure Freunde in zum Daddeln. Das lohnt sich wirklich und ich erzähle keinen Scheiß. Chemiestation. So, weil es einfach nur total dämlich klingt. Da brauchen wir natürlich erstmal sage und schreibe hier 100 geschmiedet Eisen. Also mehr als wir aktuell besitzen. Klassiker. Wie immer sind wir unvorbereitet, aber das muss so. Gleich nochmal einen schönen 100er. Easy. Dann hier an dieser Stelle schon mal noch ein paar Bleimumpeln. Das ist mein Holz. Jetzt habe ich gerade mit mir selber gestruggelt, ey. Krass. Jawohl. Jawohl. Hau alles raus, muss ich lohnen. So. Eisenbolzen. Bolzen. Jawohl, machen. Solange wir das können, werden wir das natürlich auch verwenden. 4,5k. Alles klar, weg raus. So oder so. Sind vielleicht nicht mehr für mein Auto bezahlt.
Hier oben schon? Ja. Und Apple ist halt immer unverschämt teuer, da muss man aufpassen. Wenn ich was gelernt habe in meinem sehr kurzen 27-jährigen Leben, dann ist teuer nicht gleich gut. Und so ein kaputter Apple, bin ich ganz ehrlich, hat mich noch nie gereizt. Bin ganz ehrlich. 5-mal Chemie. Säure, alles klar, das Thema hat sich gegessen. Naja, 512 GB reichen ja auch, Dicke. Den meisten Scheiß hast du doch hier auf dem Rechner. Ich hab doch genug Säure. Oh Gottes Willen, ey. Das wollte ich gerade sagen. Alles klar, Projekt ist gestorben, aber nee, alles ist gut. Zum Glück haben wir einmal einen Messbecher mitgenommen. So. Los jetzt. Chemiestation. 13 Minuten. Das werden wir heute tatsächlich nicht mehr erleben, glaube ich. André, moin. Hallo. So. Jetzt sieht doch gut aus. Na, da können wir doch arbeiten. Bruchsand brauchen wir. Müssen wir jetzt echt sammeln, buddeln und so einen Müll? Scheint mir danach. Wir haben jetzt sowieso Zeit. So viel schöne Munition. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ich will es nicht für Gaming benutzen. Achso, nicht für Gaming benutzen. Okay, PC für unterwegs. Ja gut, dann muss man kicken, ne? Wie das einen so anspricht. Ich meine mal. Klar sollte sein, das sollte den Zweck erfüllen, den du brauchst. Wofür du das brauchst, ganz klar. Und dann ist es gut. Hauptsache taucht was. Und man benutzt es dann nämlich auch. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als in irgendwas drin zu investieren. Dann benutzt du das nicht. Ich rede aus Erfahrung. Ich weiß es nicht. Ich war da, wie gesagt, Apple-technisch sowieso fehlt mir da jegliche Erfahrung. Und wenn ich schon von dem Handy keine Ahnung habe, ja, Apple Smartphone, dann ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Klasse für sich. Muss man mögen. Ich meine, man kann alles ganz geil sein. Keine Frage. Keine Frage. Ja, du musst bedenken, wenn du für sowas, und wir reden jetzt gerade, wir reden ja nicht von einem Game, wir reden ja von der Hardware. Du musst ja mindestens jeden einzelnen Euro in Stunden rechnen und wirst du das auch 4500 Stunden benutzen? Hast du noch die Lebenszeit zu benutzen? Muss man auch nochmal dazu sagen. Die körperliche Verfassung das so lange zu benutzen? Ich weiß das immer nicht. Bin da ganz, ganz vorsichtig bei solchen Sachen. Ich schweige denn, dass viele Sachen einfach mal vorzeitig kaputt gehen. Was auch sehr anmaßend ist. Ja, Schwarmen sind ein sehr interessantes Völkchen. Sehr gut. Wie kommt ihr Zombies hier rein?
Für gut, muss ich sagen. Ja, mit 23 hast du ja noch ein paar. Dann hast du ja noch ein paar Wochen, wa? Also dann lohnt sich das vielleicht. So, jetzt wollen wir mal ganz schnell verticken hier. Jetzt haben wir hier schon wieder ein bisschen rumgedallert an der Autos, weil ich nicht anders kann. Wir nehmen natürlich die Brille mit. Die setzen wir auf. Und dann holen wir uns die 10%. So, erstmal die Aufgabe wählen. Are you looking for work? I've got some jobs as worthless as the sites. You look like you can handle yourself in a scrap. Are you looking for work? But just pizza. Oh, I've got some work for you, and it's not too far over yonder. You must be double backbone to take this job. Saddle my carburetor. So, jetzt können wir es mal ordentlich verticken hier. Oh, guck mal, 10%, fast gedoppelt. Wild. Haben wir ordentlich Kohle, ne? Stahlschaufel, Stufe 5. So langsam kriegt der Händler doch guten Stuff, ne? Muss man mal sagen. Man wäre sein Leben schon einfacher, wenn man dümmer wäre. Ja. Wäre es wirklich. Fortschritt. Es wäre so viel einfacher, wenn man sich nicht über so viel Scheiße Sorgen machen würde, müsste. Schlagschrauber. Schlagschrauber. Ey. Ich flipp völlig aus. Autos auseinanderschrauben wie ein Profi. Für 6K. Ist mir das wert? Ist es mir nicht wert? Zeit sparen beim Autoschrauben? Safe Call, ne? Kapzitan, egal. Let's go. I might have some more of those in the back room, if you're interested. So benutzt man Schlagschrauber, ne? Das heißt ja nicht umsonst. Schlagschrauber. Schlagschrauber. Zuschlagen. Ach, Gag. Hagen. So. Schlag zu, Schrauber. Und auftanken. Wo auch immer. Ach ja, wir haben ja das Auto da auseinandergenommen. Easy. Genau. Geld ist einfach nur woanders. Ist so. Man will es nicht glauben, aber ist so. Allerdings, traurigerweise wird es immer weniger wert. Jetzt können wir mal wieder die Buhnen hier auseinander. Ich finde diese POI tatsächlich auch so krass. Wir haben übrigens einen 5er Stahl. Wo war ich mit meinem Gedanken? Egal. Manchmal muss man auch die Schraube erstmal weich kloppen, dass sie kommt. Schlagschraube. Ach, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Ich bin beeindruckt. Weg damit. Oh, verdammt. Ich dachte, das passt. Hier können wir sicherlich auch wieder ran. Siehst du, das hat sich auch wieder resettet. Das ist echt ein Gold-POI hier. Das kann man immer öfter mal machen. Du kriegst Erfahrung ohne Ende durch die ganzen Zombies. Sehr viel Wissen durch die Bücher. Und dann ist es gut. Richtig krass. Wirklich ein Gold-POI. Ohne Ende. Ohne Witz. So, auftanken. Guck mal, schon ist die Bude mal wieder voll. Schlagschrauber sei Dank. Und da wir die nächste Tierstufe haben, mit dem ihr redet, müssten wir ja dann auch wieder spezielleren Drop genießen können. Wie Motore, Batterien und so ein Bums, ne? Hatten wir ja erst philosophiert.
Kann ja so sein. Hier werden wir nur Eisen bekommen. Müsste. Gefährlich ist das hier. Geil. Sehr schön. Naja, gucken wir weiter.